Hallihallo Wett und all diese Folgen, damit herzlich willkommen im nächsten Part zu meinem Display von Tomb Raider in der Definitive Edition. Und dann gucken wir uns erstmal, was die Leute uns zu sagen haben. Bis vor allem dieser Vollidiot hier. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann hier. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Ja, Whitman, ey, Arschloch. Was? Wirklich, Lara, ich muss mich konzentrieren. Okay, hat nichts zu sagen. Was ist mit Sam? Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Grausame Ironie. Ja. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Und so erkennen wir nie den wahren Status unseres Zustands, bis er durch sein Gegenteil verdeutlicht wird. Und können nur schätzen, was uns gefällt, wenn wir es nicht haben. Wir werden das hier doch überleben, oder, Lara? Natürlich, meine Liebe, natürlich. Mach dir darum mal keine Sorgen. Ruh dich aus. Lara bringt Alex zurück. Dann werden wir... Was haben Sie gesungen? Ich will jetzt wirklich nicht reden, Lara. Geh, finde Alex. Könnten ja Kumbaya singen. Wo ist denn die Reyes? Ach, die ist hier. Cool. Sobald alles aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und die Reparaturen durchführen. Ich brauche mein Werkzeug. Was du auch tust, bring es zurück, Lara. Na los, steh hier nicht rum. Geh zur Endurance und hol mein Werkzeug. Alles klar. Auf zur Endurance. Da, wo alles angefangen hat, ne? Ja. Na, ist egal. Das Ding kann wegrennen. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Lara, ich weiß, du traust Whitman nicht. Aber wir müssen jetzt zusammenhalten. Er ist durch das alles sicher überfordert. Aber ich glaube nicht, dass er uns verraten würde. Hoffentlich hast du recht. Alex ist zu lange weg. Ich hätte ihn nicht alleine gehen lassen sollen. Nein. Als ob der uns nicht verraten würde. Nein, überhaupt nicht. Der Ding ist aber halt auf Fliegen gegangen, ey. Wenn Schweine fliegen, ne? Jawoll! Eine gute Minenräumung, ey. Es gibt noch einen Bogen. Jemand, der nicht alle Tiere jagen kann, ey. Ja. Ein Tier nach dem anderen. Na ja, jo. Schießen Sie Seilpfeile auf raue Felswände um. Oh, okay. Not bad. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe frei. Ab jetzt. Funkstille. Alex, was machst du da? Er will den starken Mann markieren.
Nicht still. Der wird dich noch umbringen, der Typ. Da haben wir ja schon zwei verloren. Oh Gott. Oh Gott. Woo! Ich hab gesagt, keine Ahnung, wo ich da hin muss, ne? Nö. Da ist ein Geocache. Alles klar. Mach auf den Scheiß hier. Oh, was haben wir jetzt? Eine M4 oder was? Au. Was haben wir denn hier? Hat Laura eigentlich Lippenstift auf? Angesenkt. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Millie. Tochter von Matthias vielleicht. Irgendwas muss den ja durch zum Durchdrehen gebracht haben, ne? Der guten alten Vater Matthias. Oh, da ist noch was. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Naja, Ausrüstungsgegner haben wir ja genug hier gefunden, ja, Matai bisher, ne? Wie komme ich hier wieder hoch? Gott, ey, die Lara hantiert aber hier rum, ey. Boah. Na, ich seh's schon, hier. Hätte echt gewusst, was für eine Waffe wir jetzt haben. Haben wir gleich echt eine M4? Das ist ziemlich krass. Ich hab vergessen, mich wieder abzurollen. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau und eine Gefangene befreit. Und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Nein. Mimli und Nikolai sind auch tot. Heilige Scheiße. Hat jemand Boris informiert? Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist. Scheiße, wenn er erfährt, dass seine Brüder tot sind. Dann möchte ich nicht in seiner Nähe sein. Der Hurensohn wird total ausrasten. Na, er war jetzt auch. Also mittlerweile habe ich den Bogen raus mit dem Schießen wieder, ey. Wo waren jetzt die Seemine? Die war doch hier irgendwo. Oh Gott! Die schießen ja auf mich.
Da ist ein Geocache. Das war's, ne? Ja. Ja, ich hab da, ich glaube, ich muss rüberklettern, sonst Wow! Ach, da komme ich hoch, okay. Ah, nur zwei, ne? Der gute Dimitri, der ist tot. Oh! Ja, das ist Bergungsgut, aber ganz ehrlich. Nee. Da muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ist okay. Ich habe genug Bergungsgut. Au. Wo ist eigentlich die Endurance? Ach, da hinten ist sie. Ist sie doch, ne? Auf den Scheiß hier. Wo sind die ganzen Kinder hin? Das ist eine gute Frage. Noch ein Name. Coco. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Tja. Ist klar. Ja, uns wäre auch Bergungsgut, ne? Ja, aber. Ja, ne. Komm ich wieder. Kann ich einfach wieder hoch? Ja, kann ich. Ist klar. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen ja, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen. Details, Mann. Sie finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Umhauen hätte gereicht. Ich bin durchgedreht. Das passiert hier ziemlich schnell. Schon, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache, okay? Klar. Ja, der Typ ist weg. Den kann ich nicht mehr looten. Alles klar. Alles klar. Ja, dafür ist hier ein Grab. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Ja, stimmt. Hast du recht. Boah. Also runter geht's in den Abgrund. Machen die eigentlich immer diese komischen Feuerdinger da immer, weißt du? Man kann ja auch selbst was anmachen.
Ruckeldiedeldie, ey. Wie viele Artefakte ich in dem Part gefunden habe. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brief, die Namen auf dem Bild. Millie und Coco. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Ich glaube, das finden wir noch heraus, glaube ich. Ich habe die Leichen liegen nachher hier irgendwo. Ich glaube, der Vater hat die, glaube ich, erschossen und dann sich selber oder irgend sowas war da, glaube ich. Irgendwas Tragisches. Das geht jetzt nicht. Oh. Kommandogewehr. Ist das ein MG? Na geil, haben erstmal einen Fähigkeitspunkt wieder hier zu vergeben. Achsexperte. Ausweichkillmeister. Das sind die ganzen Exekutionsbonus-Dinger. Kann ich eigentlich mehr Munition? Kann ich nicht mehr tragen, ne? Ich glaube, ich nehme mal die Schrotflinten-Experte. Ich möchte mal die ganzen. Jawoll! Stelle an der Kehle festhalten, ey, geil. Aufgeladener Feuerpfeil setzt beim. Danke sehr, setzt beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Ach, das ist, was die mit mir machen. Die den Schaden erhöht. Oh. Ja, warum nicht? Erhöhen wir mal den Schaden. Hier kann ich eigentlich nur nachladen schneller machen. Yo! Ist echt so wie ein. Sieht auch so wie ein MG, ne? Boah, okay. Oh, und Schalldämpfer. Ah, man kann in den Zoom reingehen. Aha. Will ich mal angucken, in den Zoom reingehen. Anvisieren. Kaufen wir das noch. Präzisionslauf. Und den Schalldämpfer. So. Ist das Ding gut aufgepimpt? Ja, wow. Das ist Anvisieren. Na gut, vielleicht hilft mir das ja. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Oh, geil. Ja, okay, das könnte was werden, ja. Muss ich mal ein bisschen schneller machen. Komm schon. Your little raft. Jetzt hängt das echt fest. Komm, einmal noch und dann müsste es eigentlich rausreichen.
Oh, schnell, Lara. Oh Gott. Ziehen wir das Blutfluss mal irgendwie hin. Nein. Nein. Komm schon. Pack es. Und jetzt schnell. Jawohl. So wird das gemacht. Muss ich das zurück? Das musste ich sogar machen, glaube ich, ne? Ich mache von aus, dass ich das machen musste. Ja, musste ich sogar, okay. Das habe ich sogar weit, habe ich sogar schon mal sehr vorgedacht. Frage. Und neue Fähigkeit. Mehr Munition bei Gegnern finden. Und an der Exekution oder. Komm. Zusätzliche Munition zu erhalten, warum nicht halt? Ich hab fast alles fertig gekauft schon, ne? So viel ist er gar nicht mehr. Oh. Der Part geht schon seit 23 Minuten. Okay. Ja, ja, ich bin noch ein bisschen dran. Ich möchte wenigstens hier aus dem Grab wieder raus. Okay, dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei, mein Let's Play zu Tomb Raider in der Definitive Edition. Tschö!